Immer wieder wird die Frage gestellt, warum gehen die Leute einfach nicht zur Bank? Welchen Mehrwert bietet denn jetzt genau Crowdfunding speziell gegenüber der Bank? Ja, du kannst das nicht vergleichen. Also stell dir vor, du gehst heute zur Bank und sagst, du brauchst ein neues Elektrofahrrad und die Sparkasse macht einen Aushang in der Schalterhalle und sagt, der Michael hat gerade von uns 2000 Euro für ein neues Elektrofahrrad bekommen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, eine Bank hat ursprünglich ganz andere Aufgaben gehabt und hat auch natürlich gewisse Regulatorien zu erfüllen. Das trifft natürlich jetzt auch für Plattformen wie uns zu. Aber wir sehen uns eigentlich viel stärker in der Kommunikation. Das heißt, dass der Aushang in der Schalterhalle ist uns für uns wichtiger als die 2000 Euro, die du sozusagen für das Fahrrad bekommst, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und anhand dieses Beispiels sieht man eigentlich, dass dieser Vergleich etwas hinkt, weil letztendlich geht es uns um die Message, dass du dein altes Fahrrad aufgibst und dafür ein Elektrofahrrad hast und vielleicht zum Beispiel dir kein Auto kaufst. Das heißt, dieser Vorgang, dieser Prozess von dir als Kunde, als Projektinhaber in unserem Case, ist das eigentliche Vorhaben, was wir haben. Also diese Umrüstung, jetzt konkret auf Energieeffizienz bezogen, von einer alten Technologie auf eine neue und der Gewinn, der dadurch entsteht für die Umwelt. Und das ist sozusagen unser Kerngeschäft, ist es umzurüsten, umzusteigen. Das Kerngeschäft einer Bank ist es, Geld damit zu verdienen, Geld zu verleihen. Und das ist nicht unser Kerngeschäft. Wetterbest Kerngeschäft ist es nicht, Geld zu verleihen, sondern das ist nur sozusagen der Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Wetterbest und einer Bank.